Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen den Wechselrichter. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. Der Wechselrichter ist das Herzstück jeder Photovoltaikanlage. Er wandelt den Gleichstrom in netzüblichen Wechselstrom. Auch sorgt er einerseits dafür, dass zum Beispiel die Solarmodule immer in ihrem einstrahlungs- und temperaturabhängigen Leistungsmaximum arbeiten. Andererseits überwacht er kontinuierlich das Stromnetz und ist für die Einhaltung diverser Sicherheitskriterien verantwortlich. Grundsätzlich gibt es in der Photovoltaiktechnik drei Arten von Wechselrichtern: PV-Wechselrichter, Batteriewechselrichter und Hybridwechselrichter. Der Solarwechselrichter bezieht seinen Gleichstrom aus den Solarmodulen. Seine Hauptfunktion besteht darin, den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, der für den Betrieb von Haushaltsgeräten und anderen elektrischen Systemen verwendet wird. Solarwechselrichter sind entscheidend, da sie sicherstellen, dass der erzeugte Solarstrom mit dem normalen Stromnetz kompatibel ist und in das öffentliche Netz eingespeist oder im lokalen Verbrauch verwendet werden kann. Die Geräte lassen sich anhand dreier wichtiger Eigenschaften einteilen: der Leistung, der DC-seitigen Auslegung und ihrer Schaltungstopologie. Die Leistung von PV-Wechselrichtern kann schon bei wenigen Kilowatt beginnen. Balkonkraftwerke mit wenigen Modulen werden zum Beispiel immer beliebter. Typische Leistungen sind aber 5 bis 15 Kilowatt für private Hausdachanlagen, ab 30 Kilowatt für gewerbliche Anlagen, zum Beispiel Hallen- oder Scheunendächer, und ab 500 Kilowatt für den Einsatz in Solarkraftwerken. Bei der DC-seitigen Auslegung geht es um die Verschaltung der Solarmodule mit dem Wechselrichter. Hier kann zwischen String, Multistring und Zentralwechselrichter unterschieden werden. Dabei steht der Begriff String für eine Reihenschaltung von Solarmodulen. Betrachten wir als Beispiel eine Hausdachanlage mit Solarmodulen auf der Süd- und Norddachseite. Auf jeder Dachseite gibt es genau einen String an Solarmodulen. Man kann nun jeweils einen Stringwechselrichter für jede Dachseite nehmen. Diese Stringwechselrichter haben in der Regel einen DC-Eingang für die Solarmodule mit MPP-Tracker, Maximum PowerPoint. Multi-String-Wechselrichter verfügen über mehrere String-Eingänge mit jeweils eigenem MPP-Tracker. Dadurch kann die Leistung unterschiedlicher Strings voneinander unabhängig optimiert werden. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn die Strings unterschiedlich ausgerichtet sind, wie in unserem Beispiel. Hier kann man nun zwei verschiedene Strings an ein einziges Gerät anschließen. Zentralwechselrichter haben trotz größerer Leistung lediglich einen MPP-Tracker. Sie eignen sich hervorragend für Großanlagen mit homogener PV-Anlage. Zu guter Letzt wird hinsichtlich der Schaltungstopologie zwischen ein- und dreiphasigen Wechselrichtern sowie Geräten mit und ohne Transformator unterschieden. In kleineren Anlagen reichen einphasige Wechselrichter aus. Bei größeren Anlagen bietet sich aufgrund der Schieflastgrenze von 4,6 kVA in Deutschland entweder ein Verbund aus mehreren einphasigen Wechselrichtern oder dreiphasigen Wechselrichtern an. Dadurch kann die größere Leistung auf drei Phasen verteilt werden, anstatt eine Phase zu stark zu belasten. Ein Transformator im Wechselrichter dient einerseits der Spannungsanpassung und andererseits der galvanischen Trennung von der DC- und AC-Seite. Dadurch gibt es zwei Stromkreise, die voneinander elektrisch isoliert sind. Im Heimbereich haben sich allerdings transformatorlose Wechselrichter durchgesetzt. Sie sind kleiner und leichter als Trafogeräte und verfügen über einen höheren Wirkungsgrad. Die Spannungsanpassung erfolgt bei transformatorlosen Wechselrichtern über die Elektronik. Betrachten wir nun Batteriewechselrichter. Batteriesysteme arbeiten wie Solarmodule auch mit Gleichstrom. Um Energie zwischenzuspeichern oder um Energie wieder aus der Batterie abrufen zu können, wird ein Batteriewechselrichter benötigt. Dieser wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom, um die Batterie zu laden, oder Gleichstrom in Wechselstrom, um die Energie wieder verbrauchen zu können. Batteriewechselrichter arbeiten sehr gut mit Solarwechselrichtern zusammen. Die von Solarwechselrichtern produzierte Energie wird über den Batteriewechselrichter in der Batterie zwischengespeichert. Die zwischengespeicherte Energie kann dann zum Beispiel nachts verbraucht werden, wenn keine Sonne mehr scheint und die Solarwechselrichter nicht mehr arbeiten. Dies erhöht den Eigenverbrauch der Solaranlage erheblich. Beim Speicher kann es sich dabei um einen Bleisäure- oder einen Lithium-Ionen-Akkumulator handeln. Je nach Anwendungsbereich gibt es unterschiedliche Leistungen des Batteriewechselrichters, Speicherkapazitäten der Batterie und Anwendungsmöglichkeiten.
Im Heimbereich sind Batteriewechselrichter mit einer Leistung von 3 bis 10 Kilowatt üblich. In der Regel werden 3 bis 16 Kilowattstunden Batteriespeicher installiert. Sie werden oft für die Eigenverbrauchsoptimierung der Anlage hinzugefügt, damit der selbst produzierte Solarstrom optimal genutzt werden kann. Im gewerblichen Bereich nimmt die Anlage größere Dimensionen ein. Hier bewegen wir uns in Leistungsklassen ab 30 Kilowatt für den Batteriewechselrichter und ebenfalls ab 30 Kilowattstunden für den Batteriespeicher. Und je nach Anlage wird dies auf mehrere hundert Kilowatt oder Kilowattstunden größer. Eine Besonderheit sowohl im Heim- und gewerblichen Bereich ist, dass Batteriewechselrichter dem Anlagenbetreiber eine Sicherheit und Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz bieten. Ein längerfristiger Netzausfall kann nämlich für Betroffene gravierende Folgen haben. Haushalte und Firmen müssten ohne Heizung, Licht, Telefon und Computer auskommen. Kühlketten könnten unterbrochen werden. Reine PV-Wechselrichter bieten da keine Hilfe. Sie sind netzgeführt. Laut den Vorschriften der Energieversorger dürfen diese im Falle eines Stromausfalls nicht einspeisen und schalten sich deswegen aus. Ein Batteriewechselrichter schließt diese Versorgungslücke. Batteriewechselrichter haben dafür zwei spezielle Funktionen, sogenannte Notstrom- oder Ersatzstromfunktionen, wodurch im Falle eines Stromausfalls wichtige Verbraucher weiterhin mit Energie versorgt werden können. Der Notstrombetrieb oder auch als Secure Power Supply bezeichnet, wird im Falle eines Netzausfalls eine handelsübliche Steckdose mit 230 Volt und maximal 16 Ampere mit Strom versorgen. Der Notstrombetrieb wird nicht automatisch aktiviert oder deaktiviert. Dies muss manuell über einen Schalter geschehen. An diese Steckdose kann dann ein wichtiger Verbraucher, wie zum Beispiel ein Kühlschrank, angeschlossen werden. Beim Ersatzstrombetrieb werden im Falle eines Netzausfalls Verbraucher weiterhin mit Energie versorgt. Dafür bauen besondere Batteriewechselrichter wie der Sunny Island ein autarkes Inselnetz auf. Über die eigene Netzfrequenz regeln sie sogar auch andere Solarwechselrichter. Systeme mit Ersatzstromfunktion werden über eine Umschalteinrichtung an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Bei Netzausfall trennt die Umschalteinrichtung das System vom öffentlichen Stromnetz. Über das Ersatzstromnetz werden die Verbraucher nahezu unterbrechungsfrei versorgt. Als letztes schauen wir uns Hybridwechselrichter an. Diese vereinen nämlich die Funktion eines PV- und Batteriewechselrichters. Vor allem im Heimbereich kommt dieser zum Einsatz, da nun ein Wechselrichter die Funktion von zwei verschiedenen Wechselrichtern übernehmen kann. Sowohl die PV-Anlage als auch die Batterie werden direkt an den Hybridwechselrichter angeschlossen. Dies spart Platz, Installation und Kosten. Außerdem muss der Gleichstrom nicht in Wechselstrom und dann wieder in Gleichstrom umgewandelt werden, bevor dieser in der Batterie gespeichert wird. Der Gleichstrom von der PV-Anlage kann intern direkt zur Batterie weitergeleitet werden. Das verbessert den Wirkungsgrad. Ein Hybridwechselrichter ermöglicht darüber hinaus eine flexible Anlagenplanung und Erweiterung. Er lässt sich nämlich außerdem als reiner PV-Wechselrichter als auch als reiner Batteriewechselrichter in Betrieb nehmen. Dadurch kann die PV-Anlage zu einem späteren Zeitpunkt unkompliziert mit weiteren Solarmodulen oder einem Batteriespeicher erweitert werden. Auch Secure Power Supply oder der Ersatzstrombetrieb sind für den Hybridwechselrichter keine Herausforderung. Ein Hybridwechselrichter macht dies in der Regel für ausgewählte Verbraucher. Diese werden an den Ersatzstromausgang des Hybridwechselrichters angeschlossen. Im Falle eines Stromnetzausfalls trennt sich der Hybridwechselrichter vom öffentlichen Stromnetz und versorgt die ausgewählten Verbraucher mit Energie durch die an ihm angeschlossenen Solarmodule und Batterien. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zum Wechselrichter angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.